Herzlich willkommen zu Design Thinking München. So viel Vorschusslorbeeren bitte erst danach. Nein. Also, unser Ziel heute ist, euch, wir sind hier per Du, sorry, wenn das stört, ist so, euch Design Thinking etwas näher zu bringen. Und Design Thinking ist ja eben eine menschenorientierte Methode, um herauszufinden, wie man gewisse Probleme löst. Und dementsprechend ist dieses auf Augenhöhe arbeiten. Und weil wir nachher auch wirklich arbeiten werden, ist es einfach notwendig, dass wir jetzt heute per Du sind. Ja. Sind wir generell bei Design Thinking? Wir sind eigentlich immer per Du. Von daher ist es keine Ausnahme. Wir fangen an mit einem für die analytisch denkenden Menschen 30 Minuten ungefähr Vortrag top-down, was man unter Design Thinking verstehen kann. Und weil man es eben nicht versteht, nur über rational, muss man es tun. Und das werden wir dann auch noch tun. Das heißt, also, wir haben einen zweigeteilten Tag. Ihr werdet alle hart arbeiten müssen und danach erschöpft ins Bett fallen. Wer natürlich nach dem Vortrag unbedingt gehen muss, kann das tun. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr eben das erlebt mit uns gemeinsam und da sozusagen mitkriegt, was Design Thinking wirklich ist. Wenn es Zwischenfragen gibt, gerne. Aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, aber wir wollen es kurz und knackig halten. Wir sind alle länger da, hoffen wir mal. Die Folien von dem Kurzvortrag kriegt ihr gerne, kein Problem. Die werden wir über die Meetup und die Xing-Seite einfach verlinken oder ihr schreibt uns einfach, wenn ihr es vorher braucht, bis wir es geschafft haben. Ja, und dann ganz herzlichen Dank an Payback. Wer ist hier von Payback? Vielen Dank an euch für das Sponsoring der Räume und der Getränke und der tollen Location hier. Danke sehr. Ja, dann fangen wir eigentlich an mit einem... Kommt noch welche? Wer zu spät kommt, den bestraft. Hier, auf der Seite gibt es noch viele Plätze. Ganz viele. Ganz vorne. Okay. Wir werden heute nicht nur Design Thinking vorstellen, sondern auch, warum ihr heute hier seid, also warum es die Gruppe gibt. Und dazu müssen wir uns ein bisschen persönlich vorstellen und unsere Hintergründe, damit ihr es ein bisschen einordnen könnt. Und der Esel fängt mit sich selber an. Ja genau, es laufen Videokameras mit, nicht wundern. Wir werden auch vielleicht irgendwann mal im Laufe des Tages das ein oder andere Foto machen. Wen das stört, bitte sagen, dann werden wir versuchen, euch wegzuretuschieren oder das entsprechende Foto nach DevNight zu schieben. Die Informatiker verstehen das vielleicht. Dementsprechend einfach nur, bis wir Bescheid wissen. Aber ansonsten ist es halt toll, wenn so viele Leute da sind, dass man einfach so ein kleines Beweisfoto für daheim macht oder so. Wenn die Frau fragt, was man so gemacht hat, dann ist es... Genau, also mein Name ist Gerhard Müller. Ich bin Informatiker. Nicht zwangsweise unbedingt jemand, der Design Thinking im Fokus haben muss. Bin Mitgründer von TNG Technology Consulting. Gleich gehen wir noch kurz drauf ein. Ich komme eigentlich aus der agilen Softwareentwicklung. Also wer das kennt, so Scrum, Kanban, Java vielleicht oder auch sowas wie Softwarearchitektur, das sind so Themen. Und in der Community gibt es eben von mir mitorganisiert die Atlassian User Group, also Confluence Jira, wer das schon mal gehört hat. Nächstes Treffen, 26. April, genau. Softwarearchitektur München ist gerade ein Meetup, was entstanden ist, was demnächst bei der LV 1871 netterweise gehostet wird. Vielen Dank. Das wird das am 21. März das nächste Treffen sein und eben Design Thinking München. Das sind die drei Gruppen, die ich momentan mit organisiere. So, dann gut. Dann hallo, mein Name ist Tewan Ha. Tewan ist mein Vorname, ihr könnt mich auch Tay nennen, das ist kürzer und einfacher. Und ich bin auch wie Gerhard bei TNG, aber ich bin nicht einer der Mitgründer. Und ja, meine Themen bei TNG sind Softwareentwicklung, klar. Und agile Softwareentwicklung, zurzeit bin ich als Scrum Master unterwegs in einem Projekt. Und jetzt kommen. Jetzt noch stellen wir. Genau. Noch drei Worte zu TNG. Also, wir machen IT-Consulting, wir machen agile Softwareentwicklung, wir helfen Kunden bei digitalen Transitionen. Dadurch sind wir auch zu dem ersten Projekt gekommen, was tatsächlich eben mit Design Thinking zu tun hat. Wir sind inzwischen 270 Leute in Unterföhring. Und unsere Spezialität ist, dass wir besonders schwere Nüsse knacken, was so IT-Technik technisch passiert. Eben viel Softwareentwicklung, Sanierung, schwierige Themen. Genau. Und wir hatten auch schon mal Payback als Kunden. Also nur war ein kleines Projekt, aber es war immerhin eins. Gut. Und dann? Genau. Wir machen das, eigentlich hatten wir vor, das an der Wand zu machen. Mit einfach so Klebezetteln, weil das macht man im Design Thinking, arbeitet man ja so viel mit so schönen Post-its und so.
Das Problem ist nur, dann würdet ihr da hinten gar nichts mehr sehen. Ja, und deswegen haben wir uns getraut, das zu digitalisieren, auch wenn das eigentlich nicht so unser Ziel war. Und so viele Fotos waren dann zum Schluss 960 Megabyte PDF. Die werdet ihr nicht downloaden müssen, das reicht auch, wenn man 10, 11 MB nachher runterlädt. Genau, das, wir werden sozusagen die Gliederung immer hier darstellen und dann seht ihr, wo wir sozusagen thematisch sind. Ja, mein Name ist Steffi Kiefer. Ich bin seit 2014 hier dabei bei der Meetup-Gruppe und helfe den beiden Herren hier. Genau. Zu mir selbst, ich bin Designerin, also das Gegengewicht zu der IT hier. Kommen ein bisschen Emotionalität hier rein. Sag bloß, wir sind nicht emotional. Empathie. Genau, also um genauer zu sein, User Experience Designer auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch waschechter Design Thinker aus Leidenschaft und im Herzen. Ich gebe auch Design Thinking Trainings in-house und freie Seminare. Also das ist so, sind so die beiden Schienen, die ich fahre. Und das verbinde ich einfach in meinem Leben. Das ist einfach so, ja, wie ich bin, Designer. Genau. Firma heißt Revelate, ganz klein, mit meinem Mann zusammen. Und wir sind spezialisiert eben auf Innovation, User Experience und ja, Design Thinking. Das ist eigentlich alles für uns ein großes Mixed Martial Arts auf den ganzen Methoden. Wir wenden das an, was wir für den Moment gerade am passendsten finden. Ob sich das jetzt Design Thinking nennt oder Lean Startup oder was auch immer. Letztendlich ist immer der Mensch im Mittelpunkt und die Iteration und das Experimentieren und das kollaborativ Arbeiten. Das ist, wie gesagt, unser Fokus, um möglichst schnell die richtigen Ergebnisse zu bekommen. Gut. Dann, falls ihr uns jemals kontaktieren wollt. Yes. Gut. Dann, das ist unsere Gliederung. Wir werden jedes Mal die groß machen, keine Angst, also man muss davon nichts sehen, das ist nur die Struktur, die theoretisch an der Wand sozusagen entstehen soll. Und wir fangen an, warum es Design Thinking München gibt. Genau, jetzt werden wir euch etwas über die Gruppe selbst erzählen. Design Thinking München Gruppe wurde Ende 2010 gegründet und wir wollten oder wollen immer noch die Menschen im Münchner Raum zusammenbringen, die sich mit Design Thinking beschäftigen. Oder die sich mit Design Thinking beschäftigen wollen und auch Erfahrungen austauschen. Zurzeit machen wir, glaube ich, ungefähr 8 Veranstaltungen im Jahr, bunt gemischt zwischen Stammtischen, Vorträge und Workshops. Und organisiert wird die Gruppe von uns drei, also Gerhard, Steffi und mir. Und jetzt, warum wurde die Gruppe gegründet? Das ist eine persönliche Geschichte von Gerhard und mir. Als ich Ende 2010 bei TNG angefangen habe, kam ich in ein neues Projekt von TNG rein für einen großen Kunden, was von Gerhard betreut wurde. Und ich kam als Softwareentwickler rein und der Kunde wollte für seine Kunden einen neuen Service anbieten, einen abo-basierten Service, Business to Business. Und TNG kam als Technology Company rein und sollte die Benutzeroberfläche für diesen Service bauen. Und wir konnten überraschenderweise den Kunden überzeugen, agil zu fahren für dieses Projekt. War überraschend, weil der Kunde bis dahin nur Wasserfall gemacht hatte. Und TNG hat ja einen dedizierten Scrum Master gestellt. Der Kunde hat dann einen Product Owner gestellt. Und wir konnten sehr gut zusammenarbeiten. Und prozessual gesehen haben wir Scrum nach dem Lehrbuch gemacht. Also wirklich perfekt. Und technologisch war das Projekt auch sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir keine Legacy-Anwendungen hatten. Wir konnten State-of-the-Art-Technologie nutzen. Und irgendwann kam auch IDEO rein als Design-Company. Und wir konnten mit denen auch sehr eng zusammenarbeiten. Und die haben natürlich für ihre Aufgaben Design Thinking angewandt. So haben wir Design Thinking kennengelernt von IDEO. Wir konnten auch ein bisschen mitmachen bei denen. Also der Setting für das Projekt war sehr ideal eigentlich, aber trotzdem war das Produkt kein Erfolg. Das Projekt wurde nach 2,5 Jahren, glaube ich, ungefähr komplett eingestellt. Wir haben natürlich nachgedacht, warum war das so? Unser Ergebnis war, dass das Produkt an den Usern vorbeigebaut wurde. Also
wurden Features gebaut, sehr komplexe Features. Ich weiß, dass sie komplex waren, weil ich sie gebaut habe oder mitgebaut habe. Die wurden von den Kunden, also von ihren Kunden, gar nicht benutzt oder einfach ignoriert. Und wir haben danach gedacht, was man hätte besser machen können. Natürlich, wenn man zum Beispiel Lean Startup Methoden angewandt hätte, also dieses Build, Measure, Learn Zyklus, dann hätte man vielleicht diese nutzlose Features vermeiden können. Und auch, weil wir Design Thinking damals kennengelernt haben, haben wir gedacht, okay, wenn der Kunde vielleicht von Anfang an Design Thinking angewandt hätte, hätte das Projekt vielleicht oder wahrscheinlich anders gelaufen. Und wir haben gesucht, ob es eine Gruppe gibt in München, also Design Thinking Gruppe. Damals haben wir keine gefunden und deshalb war es Gerhards Idee, eine Gruppe zu gründen, um zu gucken, was auch passiert, ob es genug Leute gibt. Und jetzt seid ihr hier. Willkommen nochmal. Genau, und irgendwann haben wir auch Steffi kennengelernt und sie kam dann als Mitorganisatorin dazu. Wir sind uns sehr dankbar dafür, weil sie auch, unter anderem, weil sie auch eine praktizierende Design-Thinkerin ist. Genau. Und ja, das war's für die Gruppe, über die Gruppe. Dann fangen wir mit mal an, was wir unter Design-Thinking verstehen. Gut. So, also. Design-Thinking, Lupe drauf. Wie kann man über Design-Thinking denken? Also, Design-Thinking kann man verstehen als Kultur, Philosophie oder Denkhaltung. Man kann Design Thinking als Prozess verstehen oder eben als Werkzeugbaukasten. So, Definition. Ich glaube, ja, wir müssen das hin und her geben. Also, Design Thinking ist kein idealer Name für das, was wir da eigentlich vor uns haben. Wo kommt das her? Das, was man unter Design Thinking versteht, ist das Übertragen der Arbeitsweise von Leuten, die Design machen, das kann technisches Design, das kann sozusagen Oberflächendesign oder sonst was sein, auf andere Dinge, auf andere Themen. Also Thinking and Acting like a Designer, Design Thinking. Da kommt das so ein bisschen her und darf man deswegen nicht denken, dass es irgendwie besonders relevant für Designen ist oder für Thinking, in dem Sinn, dass man nur sich hinsetzt und denkt. Nein, ganz im Gegenteil, bei Design Thinking geht es sehr viel um Tun, deswegen nachher auch sozusagen der Workshop-Charakter. Aber deswegen, der Name Design Thinking kann misleading sein. Man nutzt Design Thinking zum Lösen von sogenannten Wicked Problems, also komplexe, vielschichtige und diffuse Probleme, wo weder die Frage noch die Antwort so wirklich klar sind und wo man sozusagen sich herantasten muss an das, was ein Ergebnis ist. Das kann man nutzen natürlich für die großen Herausforderungen der Menschheit, Klimaerwärmung etc., aber eben auch in Unternehmen, um zum Beispiel ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, ein neues Produkt zu entwickeln, Erfahrungen zu entwickeln und Ähnliches. Das hilft also, oder es ist eigentlich ein systemisches Denken mit sehr stark empathieartigen Anteilen, mit Menschen im Mittelpunkt. Oft hat man als Ergebnis eine nutzerzentrierte Lösung und auch beim Vorgehen in Design Thinking eine teamorientierte Arbeitsweise. Der Ursprung kommt aus Stanford, also Stanford University. Und die Basis von Design Thinking ist eigentlich Human-Centered Design, eine Art Weiterentwicklung bzw. Kombination von verschiedenen Sachen. Es ist also auch nicht wirklich Rocket Science in dem Sinn, dass wir jetzt irgendwie eine ganz neue Technologie, ein ganz neues Vorgehen haben, sondern es ist sehr viel Common Sense und wird auch dem einen oder anderen, der schon irgendwie länger im Berufsleben oder in der Welt ist, auch in Teilen bekannt vorkommen und ist auch gut so. Gut, wenn man jetzt mal eine Definition tatsächlich heranzieht, ich weiß nicht, ob man alles von hinten lesen kann, das ist ein von Tim Brown, ein Versuch einer Definition, der mit dieser ominösen Firma IDEO tatsächlich eben das Design Thinking ganz wesentlich mit geprägt hat. Nachher kommen wir noch ein bisschen genauer auf die Geschichte. Und da steht, Design Thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements of business success. Und das kann man grafisch auch sehr schön darstellen, dann muss man nicht so viel Text lesen, das ist ja auch gut. Ein bisschen vielleicht, das sind drei Themen, die ihr seht. Das eine ist vom Menschlichen her gesehen eine Wünschbarkeit, etwas Nützliches, das ist für Menschen.
Das ist der grüne Kreis. Dann muss man es natürlich auch irgendwie bauen können, also Technologie etc. Das ist der blaue Kreis mit Machbarkeit. Und dann der schwarze Kreis, es muss auch irgendwie businessmäßig gehen, also es muss irgendwie von den Zahlen aufgehen, das ist die Wirtschaftlichkeit, das Geschäft. Und wenn alles drei zusammenkommt, dann im Design Thinking hat man Innovation. Dann hat man etwas, was alle Kriterien, die man braucht, um Erfolg zu haben, kombiniert und hoffentlich dann auch im Markt eine echte, oder in der Welt, muss ja nicht unbedingt nur Markt sein, kann ja auch eben komplexe Probleme im Umweltschutz oder sonst wo sein, etwas, was tatsächlich funktioniert und auch dann genutzt werden kann. Genau, dann sind wir beim Nutzen. Genau, wo wird Design Thinking genutzt? Gerhard hat ja schon erwähnt, Design Thinking ist eine allgemeine Methode zum Problem Solving. Also kann man sie im Prinzip überall nutzen, aber in der Industrie oder in der Wirtschaft wird sie überwiegend benutzt, um klar neue Produkte zu schaffen, neue Dienstleistungen zu generieren und Erfahrungen, also in dem Sinne von Experience, also New Experiences for the User zu schaffen oder natürlich auch neue Strategie zu definieren oder Geschäftsmodelle zu definieren für das Unternehmen. Und vor 2 Jahren gab es eine Studie von Hasso-Plattner-Institut. Und wir wollen hier drei Ergebnisse als Beispiel vorlesen. Hasso-Plattner-Institut hat die Unternehmen gefragt, die schon Design Thinking anwenden. Und sie haben gesagt, Design Thinking hat unsere Arbeitskultur verbessert. Haben 71% gemeint. Design Thinking hat unseren Innovationsprozess effizienter gemacht, 69%. Design Thinking hat dazu geführt, dass wir unsere Kunden und Benutzer öfter integriert haben, 47%. Also Design Thinking hat positive Effekte auf die Innovationsprozesse von den Unternehmen. Gut, wenn wir jetzt mal schauen, wo man das sozusagen einordnet mit dem Rest der Welt, den ihr vielleicht kennt, dann hat man so natürlich neue Ideen zu generieren und auch so ein bisschen weiterzutreiben, dass sie vielleicht Erfolg haben können. Dafür ist Design Thinking, das ist der blaue Kreis jeweils, eigentlich ideal. Ja, da kommt es eigentlich her und da kann man es einsetzen. Aber wenn man sozusagen auch die Sachen, die man gemacht hat, oder wenn man Lean Startup einsetzt, ja, dann kann man auch Lean Startup sehr gut kombinieren mit Design Thinking. Das soll ein etwas kleinerer Kreis sein, blau, aber nicht so viel kleiner. Man kann es auch in der Umsetzung sehr gut kombinieren, mit agiler Softwareentwicklung zum Beispiel, dass man dort immer wieder schaut, wo man eigentlich steht, wie man Dinge anders machen kann, was für User wichtig ist, wie Sachen angenommen werden, ob Features, ja, ob man das, was man da baut, ob das überhaupt praktisch und sinnvoll ist, bevor man sie wirklich baut. Ja? Also idealerweise will man natürlich das als Waste vermeiden. Auch wenn man sozusagen DevOps, Infrastruktur als Service nutzt, dann kann man Design Thinking auch einsetzen, aber das ist nicht so der Schwerpunkt. Wenn man das dann natürlich irgendwie skalieren will, dann kann man sich auch überlegen, was bedeutet das, wo muss ich hin, wie muss ich das tun und auch da Design Thinking Ansätze kombinieren. Und wo es auch sehr nützliche Kombinationseffekte gibt, ist gerade, wenn man sich dann Datenanalyse macht, Big Data etc., da kann man das hervorragend mit kombinieren, weil man versuchen muss ja die Daten, die man hat, zu analysieren und zu interpretieren. Und dazu muss man wieder sehr oft zurück auf den Menschen gehen, auf die Empathie, auf die Warum-Frage, die Bedeutungsfrage, wie man Sachen interpretiert. Also deswegen ist es eine gute Kombinationsmöglichkeit. Und das, was da im Wesentlichen rauskommen soll für euch, ist ganz klar, Design Thinking ist querschnittsmäßig einsetzbar, mal mehr, mal weniger und nicht nur auf Ideen zu Anfang generieren. Okay, wie wird Design Thinking gemacht? Design Thinking besteht aus 3 Teilen, Mindset, Prozess und Tools oder Werkzeuge. Also, was für ein Mindset sollte man haben, wenn man Design Thinking anwendet? Design Thinking betont, dass Innovationen am besten entstehen können, wenn ein cross-functional Team aus den sogenannten T-shaped People, ja, die sehen so aus, so, zusammenarbeiten. Das geht jetzt zu weit, okay. Gut. Genau, also was sind diese T-shaped People? Das sind die Leute, die in einem Bereich ihre Expertise haben, also wie Softwareentwicklung, Design, Strategie, Business, whatever. Aber breit interessiert sind und bereit sind auch mit den
mit den Leuten aus den anderen Fachrichtungen zusammenzuarbeiten. Ja? Und auch Design-Thinking sagt auch, dass das Team keine Hierarchie haben sollte, also selbst wenn die Teammitglieder aus den unterschiedlichen Hierarchiestufen eines Unternehmens kommen, sollten Meinungen alle gleich wichtig sein, also Meinungen von den Leuten alle gleich wichtig sein. Und hier haben wir ein paar wichtige Punkte aufgelistet, also für den Mindset, kreatives Vertrauen, also man sollte das Vertrauen haben, dass jeder kreativ sein kann, also nicht nur irgendwie Creative Types von Leuten. Sehr wichtig, dass man es tut, also nicht nur denkt oder spricht, sondern visuell denken und haptisch denken, also zeichnen, bauen, bewegen, ausprobieren, lernen vom Misserfolg. Klar, nicht alle Ideen oder die meisten Ideen werden wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, aber nicht sich enttäuschen lassen. Empathie entwickeln, das hat Gerhard schon erwähnt, also Empathie entwickeln für die User, so dass man sie auch richtig versteht, nicht nur was sie sich wünschen, sondern was sie auch brauchen. Mehrdeutigkeit annehmen, ja, Optimismus und sehr wichtig, iterieren, wie in der agilen Softwareentwicklung. Dazu werden wir aber nochmal in den Prozess kommen. Genau, was braucht man noch? Das soll jetzt ein Tisch und ein Whiteboard darstellen. Ich hab's gemalt. Man braucht einen Raum für das Team, wo sie dann physisch zusammenkommen können. Also nicht nur irgendwie virtuell zusammenkommen, sondern wirklich zusammenkommen in einem Raum, wo entsprechende Materialien da sind, um Sachen ausprobieren zu können, zeichnen zu können, bewegen zu können und Prototypen bauen zu können und ausprobieren zu können. Wie läuft das ungefähr ab zeitlich? Das Team bekommt ein Design Challenge, also eine Problemstellung, und arbeitet dann von einem halben Tag bis zu mehreren Monaten an der Problemstellung, oftmals begleitet von einem Design Thinking Coach, wie ein Agile Coach, wie Stefan es tut, als Design Thinking Coach, und produziert dann Ergebnisse oder Ideen und Ergebnisse. Das Ganze wird im Design Thinking mit einem Prozess untermalt, oder den hat man sozusagen im Hintergrund, der einfach verschiedene Phasen repräsentiert, in welcher Art von Arbeitsmodi man gerade unterwegs ist. Das erste, das ist sozusagen nicht unbedingt ein linearer Prozess, ja, bitte nicht als Prozess verstehen in dem Sinne, dass man genau diese Stufe nacheinander macht, sondern es sind verschiedene Mindset, die sich in verschiedenen Formen wiederholen und iterieren. Also, dass man nicht denkt, das ist ein durchlaufender Prozess, sondern wie gesagt Denkmodi oder Arbeitsmodi. Trotzdem gehen wir es jetzt linear mal durch, weil irgendwie muss man es ja tun. Also anfangen muss man mit verstehen, was man da eigentlich vor sich hat. Das heißt, man fängt an, mal sich zu informieren, eine Analyse zu machen, mal Wikipedia-Artikel zu einem Thema vielleicht rauszusuchen, Experten zu fragen, sozusagen Background-Recherche mal zu machen. Und dann, was im Design Thinking eben empathisch sehr viel gemacht wird, dass man tatsächlich beobachtet von Menschen, die in gewissen Situationen sind, die relevant sind. Dass man einfach zu denen hingeht und einfach sich in ihre Fußstapfen versucht zu versetzen, soweit das eben geht. Natürlich kann man auch Interviews machen etc., aber am interessantesten ist eigentlich tatsächlich beobachten und damit sehen, was passiert. Ist ja auch eine gute Idee, wenn man Software entwickelt, dass man die Einsatzzwecke entsprechend anschaut. Was man dann tun kann, ist eine nicht ganz triviale Art, nämlich eine Synthese machen, tatsächlich eine eigene Meinung sich daraus bilden, was man da eigentlich vor sich hat und was das eigentliche zugrunde liegende Problem, was man lösen will, irgendwie ist. Das heißt, man muss irgendeine Art von Interpretation generieren von den aufgenommenen Erfahrungen und hat dann tatsächlich definiert etwas, was man dann wirklich tun will, dass man einen Teilaspekt von einer vielleicht größeren Fragestellung ernsthaft angeht, dass man tatsächlich irgendwas erzeugen kann. Und dazu, was tut man dazu? Ideen entwickeln, also ganz viel Brainstorming, Brainwriting, 6-3-5, was auch immer. Gibt es ganz viele Methoden, wie man dort unterwegs sein kann, um neue Ideen zu finden. Gerade im Design Thinking sind da viele Standardmethoden, die ihr vielleicht eh alle kennt, einfach zusammengefasst und werden verwendet, je nach Kontext. Und wenn ein guter Design Thinking Coach da ist, der kann einem da sehr gut helfen, welche Art von Ideenfindungsmethode für eine gewisse Situation einfach geeignet ist.
Das reicht aber nicht, Dinge nur einfach sich zu überlegen, sondern muss man auch schauen, was davon wirklich funktioniert. Und das heißt, was im Design Thinking sehr viel gemacht wird, ist, dass man versucht, sich nicht auf eine Idee festzubeißen, sondern dass man verschiedene Ideen versucht auszuprobieren und zu schauen, wie die wirken auf einen. Wie das funktioniert, ob das schon ein Schritt nach vorne ist. Und da versucht man mit sehr viel billigen Prototypen, mit sehr wenig Aufwand generierten Prototypen, das kann ein Video sein, was man macht von der Situation, das kann mit Pappmaché irgendwas sein, das kann, was wir viel gemacht haben, ist Papierskizzen von Oberflächen, die man dann jemand anders zum Durchklicken gibt, also im Sinne von einfach vor jemand hinlegt und dann den Stift drauf zeigen lässt, wo man hinklicken würde, das haben wir viel gemacht in dem Projekt, was Tel vorhin angesprochen hat. Ja, und dann natürlich wirklich testen, je mehr man sozusagen zum Ende von einem Design Thinking Prozess kommt, desto mehr ist man wirklich in einem Test, der möglichst immer realer wird, sodass er wirklich eine hohe Aussagekraft hat. Zum Wohl. Also wichtig ist wirklich, dass man Ideen durch dieses Testen, durch diese Prototypen entwickeln, erlebbar macht, ein iteratives Arbeiten hat, diesen Prozess vor und zurück geht, immer wenn man was Neues gelernt hat, dass man wirklich verschiedene Lernzyklen durchläuft. Zu Beginn hat man typischerweise mehr die Themen aus der Wünschbarkeit und in den späteren Iterationen von diesen Durchgängen mehr Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Weil es muss ja zum Schluss auch umsetzbar sein. Genau. Und wenn man das sozusagen ein bisschen nochmal anschaut, was passiert da eigentlich, dann sind das verschiedene Denkmodelle und Kontexte. Der erste Bereich, die ersten drei Gremien sind sehr stark aus dem Problemraum und der zweite Bereich ist sehr stark aus dem Lösungsraum. Und was man vom Denkmodell hat, ist, dass man zu Anfang sehr breit wird, sehr unterschiedliche Dinge sich anschaut. Entschuldigung. Kein Problem. Das heißt also, divergentes Denken wird das in Design Thinking genannt. Und wenn man dann sozusagen sich konzentriert und sagt, jetzt haben wir so viel aufgenommen, jetzt müssen wir das irgendwie wieder fokussieren, dass man in diesen analytisch-rationalen Modus wieder umschaltet und tatsächlich versucht, es auf einen Point of View zu konzentrieren, zu fokussieren, was man da eigentlich erlebt hat, die Synthese zu generieren. Und dann geht es halt im Lösungsraum wieder divergent mit ganz vielen unterschiedlichen Kreativitätstechniken weiter, wo man schaut, was man überhaupt machen kann, welche Möglichkeiten es gibt, aber irgendwann auch wieder in den Modus zurückfällt, das wieder jetzt zu lösen, in dem Sinne, dass es auf wenige einzelne Prototypen, auf einzelne Tests zurückgefahren werden muss und dass man das immer weiter verdichtet, bis zum Schluss wirklich ein, zwei finale Prototypen übrig sind, die man dann mit echten Benutzern versucht in den Markt zu bringen oder zu schauen, was dann wirklich daraus kommt. Also dieser Unterschied zwischen Problemraum, Lösungsraum, das ist, dass man wirklich dem Problem mehr Raum gibt, als in vielen klassischen Umgebungen, ist für mich das Besondere an Design Thinking. Und es ist so wichtig in einer komplexer werdenden Welt, dass man wirklich die Bedürfnisse versteht und nicht Lösungen baut, die niemand braucht. Weil das ist eigentlich von vielen Firmen, die ich sehe, und auch das, was wir selber erleben zum Teil bei Kunden, ein großes Problem, dass man da Arbeit und Lebenszeit investiert für Sachen, die keiner nützlich findet. Und das ist irgendwie Waste und wir wollen ja, dass die Welt irgendwie besser wird. Und damit will man sich eigentlich so stark beschäftigen und da ist Design Thinking eine große Hilfe. Gut, also jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt. Also wir hatten ja Mindset, Prozess und jetzt Werkzeuge. Hier werden wir uns aber sehr kurz halten, weil wir später auch den Workshop haben und ein paar Methoden, also unter der Leitung von Steffi, benutzen werden. Also diese Methoden, also es gibt auch sehr viele Bücher dazu. Und diese Methoden sind jetzt nicht unbedingt Design Thinking spezifisch, aber einfach Methoden, um Ideen zu generieren oder die Nutzer zu verstehen, wie Interviews, Personas bilden, Empathy Map oder morphologischer Kasten oder verschiedene Canvases, also so etwas wie Business Model Canvas oder Value Proposition Canvas oder Prototyping, Reframing. Also hier werden wir uns jetzt sehr kurz halten. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne Steffi fragen oder nach Büchern fragen. Wir können ein paar Bücher nennen. Jetzt kommen wir zu Geschichte. Genau. Also das Ganze ist entstanden an der Uni in Stanford, an der Fakultät für Ingenieurwesen, die eine sehr traditionelle Ausbildung erstmal hatten, also sehr viel was und wie. Und dann festgestellt hatten, dass tatsächlich irgendwie Erfolg im Geschäftsleben nicht nur von was und wie abhängt, sondern sehr stark von wofür und warum. Und das
hat sozusagen den Leuten zu denken gegeben, den Leuten in Stanford. Und was sie so in den 70er, 80er Jahren gemacht haben, ist, daran zu arbeiten und eben ein Curriculum zu entwickeln, was dem gerecht wird. Und seit 2004 wird es halt auch Design Thinking dort genannt und gelehrt. Aber diese Denkweise, die ist da schon ein bisschen länger präsent. Eben, und was da, eine Firma ist da auch mit entstanden aus Leuten, die in Stanford waren, die Firma IDEO, die 1991 gegründet wurde und zum Beispiel, die kamen auch ein bisschen aus dem Design, die haben zum Beispiel die erste Apple-Maus designt oder auch einen klappbaren Computer, was man heute Laptop nennt. Das sind so Sachen, die da entstanden sind aus der Firma. Und die Produkte sind nicht nur das Produkte, sondern die machen jetzt auch sehr viel Experience-Design etc. Ist eine spannende Geschichte. Wie ist das dann sozusagen größer geworden? Es gibt in Deutschland einen Hasso Plattner, der SAP mitgegründet hat. Der hat eine relevante Rolle in Stanford übernommen, denn er hat Geld gespendet für, dass diese D-School, die Design Thinking School in Stanford aufgemacht hat, dass dafür extra Geld da war, hat die sozusagen in die Anschubfinanzierung gemacht. Und auch in Deutschland hat er sich sozusagen erbeten, dass er mit der Erfahrung aus Stanford dann auch am Hasso-Plattner-Institut einige Jahre später in Potsdam tatsächlich Design Thinking als Curriculum entstanden ist. Und das ist einer der treibenden Kräfte in der Welt für Design Thinking. Das sind ein bisschen verschiedene Schulen, die haben so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, aber im Grunde sind es doch sehr ähnliche Vorgehensweisen und unterscheiden sich eigentlich nur punktuell. Man kann auch Design Thinking woanders lernen, aber das sind sozusagen die Entstehungsgeschichte. Also HPI in Potsdam sollte eben irgendwie, also ist für Deutschland der relevante Punkt. Und es ist auch witzig, dass ein Deutscher dafür gesorgt hat, dass in Stanford eben es die D-School gibt. Also Design Thinking hat viel mit Deutschland zu tun. So, wo sind wir jetzt? Wir haben jetzt Geschichte, genau. Bis zur Geschichte gekommen. Wir müssen jetzt nur die linke Seite. So, wer macht Design Thinking? Klar, traditionelle in Anführungsstrichen Designern wie Frog Design, IDEO oder Steffi. und auch viele Mittelständler, aber auch große Unternehmen mittlerweile. Ich muss mal hier spicken. Zum Beispiel, also okay, klar, SAP, Hasso Plattner. Dann Swisscom, IBM. IBM hat, glaube ich, irgendeine Design Thinking Company sogar gekauft. Deutsche Bank, Volkswagen, Allianz, General Electric ist sehr groß dabei, Intuit und so weiter. Also wird von großen Unternehmen auch langsam benutzt. So, und jetzt. So, wo kann man Design Thinking lernen? Das eine ist natürlich, dass man jede Menge Bücher dazu gibt. Das ist klar. Wir haben auch eins dabei, was gerade ganz neu rausgekommen ist. Steffi, kannst du es gerade mal hochhalten? Wo ich jetzt schon auf Seite 70 immerhin bin, was sehr gut zu sein scheint und was sozusagen schon eine sehr gute Presse hat. Das Design Thinking Playbook. Schweiz, Design Thinking kommt aus Playbook. Der Schweiz. Deutsch. In Deutsch, das Original in Deutsch, was nicht immer zwangsweise bei Büchern der Fall ist. Dann kann man natürlich auch Kurse machen. Also eine Sache, wo ich am Montag war, es gibt das Rorschach Center for Entrepreneurship zum Beispiel hier in München. Das ist ein An-Institut der Hochschule München und die bieten das sogenannte APE-Programm an. Und das APE-Programm macht Design Thinking mit Lean Startup und Business Model Canvas und all diesen schönen Sachen. Kann man über 3 Semester tatsächlich belegen, auch wenn man schon im Beruf ist. Man kann es auch parallel als Student machen und das oder 2 Semester und eine Blogveranstaltung. Und was da sozusagen rauskommt, was so ein Team von 5, 6 Leuten innerhalb von kurzer Zeit auf die Beine stellen kann, habe ich mir am Montag mal angeschaut. Sehr faszinierend. Dann kann man natürlich auch zum Beispiel im HPI kann man Kurse belegen. Man kann es aber auch in München bei BrainBirds, glaube ich, kann man Kurse belegen etc., um das sozusagen mit professionellen unter professioneller Anleitung ernsthaft in mehreren Tagen zu vertiefen. Dann gibt es inzwischen auch eine ganze Menge an Online-Kursen von diversen Universitäten und diversen Veranstaltern, wo man dann auch sozusagen Aufgaben kriegt und sich zum Teil Gruppen suchen muss, um auch Dinge gemeinsam zu tun. Also das ist eine Mischung aus Online- und Offline-Erfahrung. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber es werden immer mehr Kurse, die sozusagen da angeboten werden, ist sicherlich auch mal ein Blick wert. Und natürlich tun, also deswegen auch hier der Workshop danach, weil sonst versteht man es wirklich nicht so gut. Das ist ja rein analytisch, was wir hier vorstellen und man muss es erfahren. Man muss es wirklich erfahren.
Genau, wie kann man Erfolg mit Design Thinking haben? Hier können wir natürlich erstmal nur allgemeine Ratschläge geben. Wie schon vorhin erwähnt, braucht man diesen Raum mit einem Whiteboard und einem Tisch und entsprechenden Materialien und Zeit natürlich. Aber sehr wichtig ist natürlich auch, dass man, sagen wir mal, dass die Management-Unterstützung hat und dass sie die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Also zum Beispiel bei dem ersten Kunden, wo ich war, wäre Design Thinking wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil die Rahmenbedingungen dazu oder das Verständnis des Managements einfach nicht da gewesen wäre. Und man sollte natürlich mit einem kleinen Projekt anfangen, sodass man zeitig fertig wird und Erfolg haben kann, denn Erfolge vorzeigen bringt am meisten was. Ein schönes Leuchtturmprojekt ist immer genau. Das leuchtet dann wirklich. Zusammenfassung. Ich fange noch an, vorher mit einem nochmal, warum interessiere ich mich weiterhin für Design Thinking, weil wir als IT-Kampagne nicht zwangsweise dafür stehen. Also TNG bietet kein Design Thinking direkt an, aber wir sind halt oft in Innovationsthemen mit dabei und Innovationsthemen passen gut zu uns. Und da wir doch recht homogene Menschen sind, recht kluge, analytisch denkende Menschen, da braucht man mehr, um Bedürfnisse wirklich intensiv zu verstehen. Das heißt, wir wollen offen sein, um mit anderen zusammenzuarbeiten, mit einer sinnvollen Methodik, die einfach mehr Impact erzeugt von dem, was wir tun. Ja, wir wollen eben nicht nur in dieser konvergenten Phasen gut sein, sondern wir brauchen auch eben diese divergenten Phasen. Und da hilft es einfach, wenn man über den Tellerrand schauen kann, wenn man offen ist für neue Themen. Und ja, wir brauchen einfach den Erfolg. Wir brauchen Erfolg, sonst macht die Arbeit einfach keinen Spaß. Das kann man auch in Teilen setzen, was natürlich schon, also die Werkzeuge aus dem Design Thinking, also ein Product Owner in der agilen Welt, der kann natürlich sich aus dem Werkzeugkasten an vielen Stellen bedienen und auch mit dem Team das durchmachen, das tun wir auch, oder du jetzt gerade als Scrum Master nutzt an der einen oder anderen Stelle natürlich Teile von Design Thinking, aber es ist halt schon was anderes, wenn man das sozusagen richtig macht. Und einfach ist Innovation nicht. Also wer mal grundsätzlich drüber nachdenkt, ich habe einen Buchtipp, The Other Side of Innovation, von auch einem Professor, der extrem viel Erfahrung in dem Kontext hat. Und da geht es nicht um Innovation, sondern die Rahmenbedingungen in Organisationen für Innovation. Und das ist nicht trivial. Und das muss man sich von Anfang an vergegenwärtigen. Wenn man wirklich was Neues schaffen will, muss man zum Teil auch neue Orte, neue Rahmenbedingungen, andere Art, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit Erfolg umgeht, weil Misserfolg ist eben der Normalfall in unstrukturierten Gebieten. Da braucht man andere Art von Herangehensweisen, eine andere Art von Management. Und das nur als kleine Warnung, also selbst wenn man alles gut macht und sozusagen die Rahmenbedingungen richtig macht, heißt das nicht, dass man zum Schluss Erfolg hat, sondern man hat vielleicht eine höhere Chance mit Design Thinking, aber es ist keine Garantie für Erfolg. Also das ist mir auch unheimlich wichtig, hat man ja auch an dem Beispielprojekt von uns erlebt, ja, es hat unbegeistert Design Thinking, das heißt aber nicht, dass wir jetzt gesehen haben in dem Projekt, dass Design Thinking ein Erfolg für den Kunden war. Es hat Dinge sehr viel weitergebracht, ja, aber es ist trotzdem nicht in dem Kontext, also nur weil man mal ein paar Tage Leute von IDEO einkauft oder ein paar Wochen, heißt das nicht, dass man mit Sicherheit Erfolg hat. Ja, das sollte als kurze Übersicht eigentlich gewesen sein. Also ich hoffe, es hat für die analytisch denkenden Menschen erstmal viele abgeholt und jetzt für alle die Erfahrung mit Steffi. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you.